Als ich die Anfrage bekam, einen Gaming-Rucksack zu testen, war ich im ersten Augenblick recht skeptisch. Schließlich wird mittlerweile für unzählige Produkte das Prädikat Gaming gepackt und dabei raus kommt dann oft bunt leuchtender Unsinn. Ich habe die Review-Anfrage nach ein wenig Recherche dann dennoch angenommen und im Hintergrund seht ihr bereits einige Bilder dieser sogenannten Gaming-Rucksäcke. Wie ihr seht, leuchtet hier erstmal nichts und auf den ersten Blick sieht das doch ganz vielversprechend aus, oder? Ja, verantwortlich für die Rucksäcke ist der Schweizer Hersteller Katorix. Und recherchiert man ein wenig weiter, steckt hinter Katorix der Schweizer Taschenspezialist Dicota. Ihr Fach scheinen sie also zu verstehen und auch das Thema Nachhaltigkeit haben sie auf dem Schirm. Die Rucksäcke bestehen aus mehr als 50 langlebigen und umweltfreundlichen Materialien, wobei zum Beispiel recycelte PET-Flaschen zum Einsatz kommen. Und um das Ganze zu untermauern, gibt es eine lebenslange Garantie auf die Rucksäcke. Soweit, so gut. Unser erstes Modell hört auf den Namen Wisst ihr was? Sie haben mir sogar ein Audio-File geschickt, damit ich die Namen richtig ausspreche. Angreifer Attachader. Attachader. Sag ich ja. Und diesen gibt es in der 15,6 und 17,3 Zoll Variante. Ihr seht hier die kleinere. Neben der bereits erwähnten und auch gezeigten hochwertigen Qualität sind es vor allem die vielen separaten Fächer und das durchdachte Konzept, was den Attachader ausmachen. Ja, am besten demonstrieren lässt sich das wohl, indem wir den Rucksack einfach mal gemeinsam bepacken. In die linke Seitentasche kommen erstmal ein paar Stifte. Praktischerweise baumelt hier an einem Druckknopf befestigt ein kleiner Karabiner. Hier lässt sich ein Schlüssel befestigen, auf den wir dann schnell und einfach Zugriff haben. Da wir keinen Platz verschwenden wollen, kommen noch ein paar Beats Solo mit rein. Die untere Tasche eignet sich perfekt für Netzteile und Kabel. Der Boden ist sinnigerweise schön dick und ausreichend geschützt. Zudem ist die Unterseite mit wasserabweisendem TPU-Kunststoff verkleidet. Insgesamt macht das alles sehr viel Sinn. Ja, platztechnisch ist die untere Tasche nicht zu unterschätzen. Es passt ein großes Laptop-Netzteil samt Kabel und diverse kleinere Charger rein. Da wird theoretisch noch mehr reingehen, doch wir machen erstmal auf der rechten Seite weiter. Ein ähnliches Fach wie links, nur dass sich hier ein Regenüberzug versteckt, der vor Nässe schützt und dasselbe reflektierende Logo aufgedruckt hat wie der Rucksack selbst. Der Regenüberzug ist in einem separaten Fach, sodass noch Platz für Powerbank, ein Gameboy-Imitat und ein Notizblock ist. Das Hauptfach an der Front ist mit einem besonders starken Reißverschluss gesichert und hält viele Fächer für Gaming bzw. Technikkram bereit. Auch das wollen wir natürlich füllen. Wobei, ich muss euch etwas beichten, der Rucksack kann doch leuchten. Und zwar mit der mitgelieferten LED-Lampe. Sieht mit dem Katorix-Logo nicht nur schick aus, sondern ist auch äußerst praktisch, wenn man mal etwas im Rucksack suchen will, ohne gleich das Handy für die Taschenlampe rauszuholen. Das Innere des Rucksacks ist übrigens nicht zufällig hellgrau. Man findet sich hier allgemein deutlich besser zurecht als in einem komplett schwarzen Innenleben. Wir machen mal weiter mit unserem Ich packe in meinen Koffer Spiel. In den hinteren Teil passt zum Beispiel eine Full-Size-Tastatur. In unserem Beispiel hier eine SteelSeries Apex Pro mit Kabel und separate Handballenauflage, die wir natürlich nicht zu Hause lassen. Eine PlayStation 4 passt da hinten übrigens auch rein, leider finde ich hier die Aufnahmen gerade nicht. Ja, eine Maus passt wunderbar in eine der Seitentaschen und wirkt fast schon ein wenig verloren. In die Tasche rechts packen wir eine Switch Lite. Und ja, die normale Switch passt da übrigens auch rein. In die Netztaschen an der Front findet zum Beispiel unser Lieblingscontroller und ein entsprechendes Gaming-Headset Platz. Das Headset kann zusätzlich mit so einer Lasche und einem Druckknopf gesichert werden. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Shaker unseres Lieblingscreators in den Attachader und die Front ist fertig gepackt. Ja, fast. Es gibt noch ein Fach, direkt zugänglich, wo wir Papiere oder unser Lieblingsspiel verstauen können. Und ja, ich nehme immer meine Switch-Hüllen mit, nur die Cartridges wären ja langweilig. Bis hierher gefällt mir die Organisation im Rucksack richtig gut und man hat das Gefühl, alles ist leicht auffindbar verstaut und vor allem sicher vor Beschädigungen geschützt. Und dabei ist das Wertvollste noch gar nicht im Rucksack. Auf der Rückseite gibt es nämlich noch ein Fach für Laptop und Tablet.
In unserem Fall bestücken wir das Ganze mit einem 15 Zoll Gaming Laptop und einem 12,9 Zoll iPad Pro. So, jetzt ist unser Rucksack aber ready für die nächste LAN-Party bzw. für das große E-Sports-Event, wo wir mindestens den ersten Platz holen. Wobei, wir können noch das Klettfeld an der Front nutzen, um das Ganze ein wenig zu individualisieren. Wenn man in einem Clan ist, kann man da ja sein Logo oder sein Tag und so weiter drauf machen. Ich bin in keinem Clan, deswegen habe ich hier einfach aus den Lootboxen zwei Patches genommen, Tracer und PUBG. Ja, das sieht doch gleich viel persönlicher aus, wenn ihr mich fragt. Im Ernst, ist wirklich eine nette Idee, die das Gesamtbild dann irgendwie abrundet. Der Tragekomfort ist übrigens wirklich fantastisch und der Attachador bringt alles an Einstellungsmöglichkeiten mit, die ein guter Rucksack so haben muss bzw. auch haben kann. Ist wirklich alles mit an Bord. Gepolsterte Schultergurte, verstellbare Lastriemen, höhenverstellbarer Brustgurt, ein gepolsterter Hüftgurt, Kompressionsriemen. Hat man das alles angeschnallt, sieht man zwar aus wie der allerletzte Allmann, aber glaubt mir, ich bin schon zigmal mit einem ultraschweren Kamerarucksack über die Gamescom gelaufen und ohne diese ganzen Riemen und Verstärkung ist man nach 8 Stunden tot. Alle Polster sind wirklich schön dick, atmungsaktiv und fassen sich richtig gut an. Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich wirklich explizit nach Kritikpunkten gesucht, aber ohne Witz keine gefunden habe. In so einem Review macht sich das immer gut, ein paar Kritikpunkte zu haben, aber warum soll ich welche nennen, wenn es tatsächlich keine gibt? Diese verdammten Schweizer haben so qualitativ hochwertige Dinge einfach drauf, wobei der Preis, über den müssen wir auf jeden Fall reden. Ich persönlich bin von Kamerarucksäcken entsprechende Preise gewohnt. Der Attachador kostet, wie hier gezeigt, 140 Euro und dieser Preis geht für das Gebotene definitiv in Ordnung. Klar, wenn man auf Amazon Laptop-Rucksack 15 Zoll eingibt, gibt es zig Angebote für unter 50 Euro, aber da bekommt ihr definitiv einen Rucksack in einer komplett anderen Liga. Schaut euch da die Bilder an, vergleicht das mit den hier gezeigten Bildern, ihr seht den Unterschied, da müsst ihr kein Profi sein. Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal explizit erwähnen, dass das hier kein Placement ist und mich Katurix hier weder bezahlt noch irgendwas mit dem Inhalt zu tun hat. Es hört sich fast irgendwie so an, ist aber nicht so. Ich schwöre. Bei so einer Lobeshymne muss man das auf jeden Fall erwähnen. Aber glaubt mir, die Dinger sind wie gesagt wirklich fett. Fett ist hier das perfekte Stichwort, denn ich möchte euch auch noch die 17,3 Zoll Variante vom Modell Entscheidung, Decision. Ob das mit den Schweizer Namen so die beste Idee war? Ja, jedenfalls ist das Ding wirklich ein Monster und ich hätte ihn Technikschrank bzw. Versorgungsdepot oder irgendwas in der Richtung genannt. Vom Ding her ähnlich wie der Attachador, nur deutlich größer. Ich habe mal gemessen und komme alleine in der Höhe auf etwa 70 cm. Checkt gerne die Amazon-Links in der Beschreibung, dort bekommt ihr dann die genauen Maße der Rucksäcke. Allein der Frontbereich ist riesig, sodass man hier einiges an Equipment reinbekommt. Eine Xbox One X sieht hier fast schon verloren aus und was ich hier besonders nice finde, ist die Erweiterung nach oben, die den Rucksack nochmal 15% größer macht. Man kann über zwei Schnallen und einen Magnetverschluss auch von oben in den Rucksack reinschauen und man sieht die Xbox hier kaum. Ist wirklich riesig das Teil. Auch der hintere Bereich für Laptop und Co. bietet ausreichend Platz für die größten Gaming-Laptops auf den Markt. Mein 15 Zoll sieht hier jedenfalls ziemlich verloren aus. Besonderheit beim Decision sind die außen angebrachten Taschen für Controller und sonstige Gerätschaften. Bei Bedarf können diese Taschen auch abgenommen bzw. neu geordnet werden. Wie gesagt, insgesamt wirklich sehr hochwertige Produkte, die ich definitiv weiterempfehlen kann. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr wie gesagt gerne meine Affiliate-Links unten in der Beschreibung nutzen und unterstützt gleichzeitig meinen Kanal. Ja, danke fürs Zuschauen an euch und danke auch an Katurix für das zur Verfügung stellen der Testmuster hier. Bei Fragen stehe ich wie immer in den Kommentaren zur Verfügung. Ich packe auch gerne mal irgendein Gerät da rein, um zu schauen, ob es reinpasst. Ja, und ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, was ihr in so einen Rucksack reinpacken und damit transportieren würdet, beziehungsweise welcher von beiden euch denn besser gefällt. Der Technikschrank oder doch lieber der liebreizende Attachador. Ja, ich bin erstmal wieder draußen und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Peace.